werden, ey. Ist ja noch schlimmer als vorher. Damals konntest du einfach, so wie bei Minecraft oder so, irgendwie, ja, einfach alles zubauen mit Erde und dann die Erde wieder wegbauen, dann war die Sache gegessen. Und jetzt, ey? Ja, super. Und dann bei jedem kleinsten See, wo ich vorbeikomme, muss ich dann irgendwie so ein Abflusssystem immer machen, ey. Das kann ja was richtig Geiles werden. So, hier fließt schon mal automatisch ein bisschen was rein, das ist gut. Dann brauche ich hier links mal ein bisschen was, dass es da reinfließen kann. Aber ich brauche unbedingt so einen Minenhelm, ey. Brauchen wir beide. Ah, ich habe kein Geld dafür. Na komm. Ach. So, kommt das jetzt alles in diesen See. Das ist noch so ein anderer See, aber auf den müsste ich normalerweise ausweichen können. Und da fließt jetzt dann alles zusammen rein. Wenn das passt. Jetzt stehen wieder zwei Hasen vor unserem Haus. Jetzt sterben. Naja, wenn sie nicht weggehen, ne? Na, ist fast weg. Wir sind jetzt hier, wo die Plattformen sind. Oh, Glowsticks, 4 Stück, sehr nice. Ach komm schon, ey. Also, falls das jetzt für den Zuschauer nicht ganz einsichtig ist, was ich hier gerade mache, ich versuche gerade das Wasser nach links abzufüllen, dass ich hier im Gang, im mittleren, dass dann da das Wasser weg ist. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Ah, das ist noch so ein riesen Hohlraum. Das ist ja sehr gut. So, jetzt ist es weg. Boah, meine Güte, ey. Was eine Geburt, ey. Warum machen sie denn das? Das ist doch total nervig und ätzend. Keine Ahnung, warum sie das so gemacht haben. Ich meine, früher ging das auf jeden Fall. Früher ging das auch, ja. Ich habe kein Beweisvideo oder so, aber ich meine, das wäre so. Naja, wurscht. Also Hauptsache, es geht weg. Wenn auch umständlich. Wasch mit Brot. Rot? Zum Brot. Wasch mit Brot. Oh, ich hoffe, es kommt nicht so ein Riesensee, ey. Dann wird's richtig ätzen, ey. Dann muss es einfach umleiten. Ja, einfach umleiten. Das war jetzt bei so einem relativ kleinen See schon kompliziert. Und ich hatte Glück, dass links unten quasi nochmal so ein, ja, so ein relativ kleiner See war mit ein bisschen Hohlraum oben, dass ich das da füllen konnte alles. Wäre es ja nicht gewesen, dann hätte ich da erstmal so einen Hohlraum ausbauen können, dass die ganze Scheiße da absinkt. Naja, so, erste Hürde überstanden. So, jetzt würde ich gerne mal irgendwie auf irgendwas treffen, was nicht aus Stein oder Erde besteht. Irgendwie Kupfer, Silber, ist mir völlig egal. Irgendwas, was das wert ist. Ich bräuchte Lava. Ja, dann muss ich immer unten mithelfen. Dann kommen wir relativ schnell dahin, denke ich. Also ich bin zumindest mittlerweile schon in dem, ja, Erdgestein-Dingens. Scheiße, sehe ich das da unten richtig, dass da wieder. Naja, gut. Ich dachte, unter mir wäre wieder ein See. Oder dass zumindest der See, den ich gerade gefüllt habe, dass er da nochmal rüberläuft. Aber zum Glück ist das nicht der Fall. Ich glaube, ich habe gerade die Idee, wie ich es gebaut hatte, aber ich glaube, da habe ich nicht genug Glas zu. Ja, sonst müssen wir dir das irgendwie fürs nächste Mal nochmal aufheben. Und mal angucken oder so, keine Ahnung. Ist ja momentan noch nicht so wichtig. Brauchen wir erstmal nicht. So,
Was haben wir denn hier? Immerhin etwas. Kleinen Gang. Wo wir wohl scheinbar schon mal waren. Ansonsten würde das hier nicht so aussehen. Okay. Gut, einfach eine Fackel hin und weg. Ist aber ganz gut, dass ich diese Uhr habe. Jetzt kann ich immer sehen, wie viel Uhr es ist. Und so weiß ich dann auch hier unten, ob es gerade Nacht ist oder nicht. Ob ich hochkommen muss oder nicht. Ob sich das lohnt. Ja, das ist gut. Wobei die Uhr relativ simpel ist. Also irgendwie hätte man noch ein bisschen schöner machen können. Oder irgendwie zumindest irgendwie die Minutenzahl. Das ist nur eine Stundenzahl. Das ist irgendwie ein bisschen wenig. Kann ich mit dem RPG-Maker mehr machen. So, Kupfer. Ja, immerhin. Welchen Hammer hast du? Also welche Art? Iron. Oh Gott. Ich hab noch ein Holz. Brauchst du langsam mal einen besseren... Könnte ich eigentlich mal das Kupfer für verbrauchen, aber irgendwie lohnt es jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich dann danach wahrscheinlich direkt wieder ganz viel Eisen finde und ich mir das eigentlich hätte sparen können. Ja. So, da links ist das Eisen? Ja, es ist Eisen, sehr gut. Endlich mal was Erfreuliches. Hallo. Na, da bist du ja. Wie lange hast du für den Abstieg gebraucht? 2 Minuten? Ey, ich muss da hoch. Na, wenn wir unten erstmal ein bisschen Wasser haben, dann... Da ist rechts nicht mehr. Nichts mehr. Das ist nur eine... Das ist Sand. Also, ja, Sand ist da. Aber ansonsten keine Schätze oder so. Ich glaub nicht. Ich glaube, da waren wir auch schon. Ansonsten wird das wahrscheinlich nicht so aussehen. Oh, was habe ich denn da? Ich hatte so eine Pickaxe-Statue. Und ein Würmchen. Ja, und ein Würmchen. Und das geil ist. Pickaxe-Statue. Can be placed. Ha, geil, was bringt die? Nichts. Oh. So ein Mist. Na egal, es ist bestimmt ein geiles Ding. Sammlerobjekt. Ja, aber es gibt auch Statuen, die Mobs und sowas spawnen. Na, ich glaube, dass eine Pickaxe-Statue das nicht macht. Vielleicht kann, wenn man die irgendwie abgebaut hat und dann nochmal eingebaut hat, vielleicht verbessert die dann die Geschwindigkeit oder was weiß ich. Wäre zumindest ganz geil. Irgendwie so ein kleiner Nebeneffekt. So. Ah, da unten ist wieder ganz viel Kupfer. Aber ich brauche kein Kupfer. Gib mir Eisen oder so, ey. Smaragd am besten. Und leuchtet irgendwas. Irgendwas blau. Wahrscheinlich Pilzwelt. Echt? Ja. Also ich bin gerade... Rechts von dir. Grab noch ein bisschen runter. Ja, stimmt, ich sehe es. Ganz leicht sehe ich es. Bei mir unten links blinkt auch die ganze Zeit irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Da. Ja, da hast du die Pilzwelt unter dir. Geil. Da würde ich sagen, gehen wir da mal schnell hin. Ich habe einen Slime gekillt, in den ich Samba abgebaut habe und er reingesprungen ist. Das ist natürlich ziemlich peinlich. Ah, da ist noch so ein Herzcontainer. Den kannst du dann erstmal haben, du hast ein bisschen weniger Leben als ich. 20. Oh ne, ich komme gesprungen. Also was rechts ist, weiß ich nicht. Also links ist auf jeden Fall ein Herzcontainer und diese komischen Pflanzen da. Ich weiß nicht, wer Wasserlicht erzeugt. Siehst du das? Vielleicht, ja. Oder macht das die Dingens? Ja, jetzt hier drüben ist die Pflanze, die das Licht erzeugt. Kann das sein, dass da drüben Jellyfisch ist? Ja, habe ich gerade kurz gesehen, ist nur einer. Ah, da drüben geht's weiter.
sich nämlich was leuchten. Ja, ich bin eine Fackel. Ah, ich mach mal oben hier das Eisen weg. Ja, da drüber kommen wir zu unserer Höhle. So. Oh, ich hoffe, ich habe gleich genug Eisen für irgendwie eine, mal einen neuen Hammer oder so. Irgendwas Sinnvollem. Life Crystal. Yeah. Ach komm, geh schon kaputt, du Scheißding. Ist doch ätzend, ey. Hallo? Ja, meine Güte, es hat aber lange gedauert. Warte. Ah, danke. Ich glaube, ich habe sogar noch eins. Ah. Lol. Hm, was denn? Ich hab mich gerade gewundert, ich hab gedacht, ich stehe gerade in der Luft, dabei war so ein Holzteil. So, von hier komme ich da hin, okay. Irgendwas habe ich doch gerade gesehen. Na, nur Erde. Ich sah gerade so komisch gelblich aus. Ich dachte, das wäre irgendwie so Gold oder sowas. Weißt du, was auch geil wäre? Diese Leuchtorbs, die man sich so beschwören kann mit Mana. Diese. Die ganze Zeit um einen herumfliegen. Die können wir hier ganz gut benutzen. Die müssen wir aber auch erst finden. Ja, das ist das Problem. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Wasser. Das lass ich mal kurz abfließen. So. Ja, aber so kleine Wassermengen ist das natürlich kein Ding. So, ist das. Achso, du hast. Ja, du hast ja irgendwie. Du machst ja gerade die Wasser runter und machst die ganzen Fackeln ab, ne? Ja, muss ich gleich nochmal neu legen. Ich hab's nur gemacht, damit man runterspringen kann. Ja, aber das dachte ich erst gegen Ende. Also warte mal. Weil so ist es doof, dann zu buddeln, finde ich. Ist ja nichts. Ist ja nichts. So, ich mach mal kurz die Fackel neu und guck mal eben, wie die Eisen. Das Eisenvorkommen mittlerweile aussieht. Reicht das? Ja. Zwei, drei, vier. Eins, zwei. Nein. Das Wasser brauchen wir eigentlich erst ganz am Ende. Das können wir dann ja mit runternehmen. Können wir dann die Hölle fluten? Ja, wir müssen wahrscheinlich sowieso dann erst wieder so eine Vorrichtung bauen, dass wir nicht direkt in die Lava fallen. Oder sowas. Wir bauen Pumpen. So eine Wasserrutsche nach unten. Nee, es gibt doch Pumpen. Jetzt. Kann sein. So. Tageslicht. Weiß es nicht mehr, wie es war. Na, lass dir Zeit. Wir haben eh noch keine Lava. Was mache ich hier unten? Keine Ahnung. Glas herstellen. So, das. Ja, auch Vasen oder sowas herstellen. So. Doch, also ein Kronleuchter aus Bronze geht noch. Mach mir jetzt ein Krug. Ja, das geht auch. So, ich mache jetzt einen Eisenhammer, glaube ich. Was ist denn hier irgendwas? Was habe ich denn sonst noch? Iron Picks, gut. Nehmen wir einen Eisenhammer. Ohne irgendwelche bestimmten Fähigkeiten, schade.
So, können wir wieder alles einlagern hier. Na, ein bisschen Silber finden wir eigentlich auch nicht schlecht. Irgendwas leckt gerade bei mir. Also der Server ist es, glaube ich, nicht. Nee, irgendwas im Hintergrund. Ah, wie ein Dingsbums. Oh, ich hatte angeschrieben. Ich hab's gehört. So. So, ich verkaufe mal hier ein bisschen Steine für nichts. Hauptsache, das Ding ist weg. Clay brauchst du auch nicht, ne? Nein. So, weg. Ein bisschen Erde kann auch weg. Oder kein Mensch. Oh, keine Claymores. Genau. Ja, wenn man die hier mit Clay bauen könnte. Also wär gegen ein paar Zombies bestimmt ganz geil. Claymore. Einfach vors Haus ein paar legen. Warte mal, in welchem Game war das? In Diablo war das, da gibt's auch nur ein Schwert, das heißt Claymore. Irgendwann anders habe ich auch mal Claymore gehört. Ich glaube bei Mass Effect ist das eine Schrotflinte. Irgendwie so habe ich das auch noch mal gehört. Ja, das kann sein. Jetzt weiß ich wie. Ich muss mal das Wasser erstmal wieder abfließen lassen. Das kann ich da so schlecht testen mit dem Springen. Okay, da unten ist wieder eine Höhle, sehr interessant. War das, glaube ich. Warte mal, ist das im Weg, das Wasser? Ne, gut. Ruhig Blava mal. Testen. Ja, dauert ja noch. Brauchen jetzt auch noch keine Obsidian. Grab nicht mal in diese Höhle hier. Irgendwas scheint da zu sein. Ach komm schon. So. Aber es ist immer noch kein steinerner Hintergrund. Und ich glaube, die Etage ist ja auch nicht so klein. Die Steinetage. Ja, nee, nachdem, ne? Also, Kupfer und Eisen sehe ich hier schon mal. Schon mal ganz gut. So. Wobei ich irgendwie ganz gerne Gold oder sowas hätte, statt Kupfer. Na gut, Eisen geht noch, aber... Ach, überall nur Kupfer. Ja. Kann ich höchstens für Kronleuchter benutzen. Aber ansonsten... Wo braucht man das schon? Am Anfang höchstens für eine Rüstung, aber ansonsten... Sehe ich auch noch mal ein bisschen Eisen. Okay, hier waren wir aber, glaube ich, schon mal. Sonst wird da keine Fackel sein. Würde mich zumindest wundern. Na, irgendwie waren wir ja schon mal, aber haben irgendwie was ausgelassen oder so. Oder einfach nicht mitgenommen. Ja. Kann auch gut sein.